Da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Myths of Empires. So, ihr werdet euch jetzt denken, Mensch, Harry, warum ist denn hier so ein weißes Tor? Wie ihr hier sehen könnt, ich habe jetzt einen Boundary Marker gebaut. Hat eine Weile gedauert, also die Ressourcen hatte ich relativ fix zusammen. Allerdings das Bauen dauert circa eine halbe Stunde im Gilden-Workshop. Aber es lohnt sich. Denn wir hatten ja gesagt, von diesem Territory Banner ist ja dieser pink rosane Kreis das Gebiet, was geschützt ist vor Verfall. So, jetzt haben wir einmal hier dieses weiße Gebiet. Können ja mal reingehen in den Boundary Marker. Einmal seht ihr hier Status Donated. Das heißt, wir haben für eine Woche lang diese Eigenschaften. So, wenn man jetzt für nächste Woche schon sozusagen donaten, also spenden, braucht man diese Ressourcen. Klar denkt man sich jetzt auch so, oh, 150 Hardwood, 150 Stone ist viel. Aber man muss bedenken, es ist für eine komplette Woche. So, Buildings within the Thief Range are invincible. Das ist, sind ja Thief Range 10 Meter, das ist eben dieser weiße Kreis. Und dann Endus within the Extended Range 1 Decay. Extended Range, seht ihr jetzt, sind 45 Meter. Das ist dieser Verfall. Und diese 45 Meter ist dieser blaue Kreis. Also ihr seht, dieser Unterschied, ne, hier und dort, ihr seht beim Jimmy, halt, ich mach nochmal, zack, Fahrenkreuz, ja, dort beim Jimmy würde vom Territory Banner der Radius langlaufen. Also ihr seht, und ich bin noch auf Stufe 1 bei dem Boundary Marker. Ne? Ich kann schon mal zeigen, was ich für die nächste Stufe brauchen würde. Es ist nämlich, ich glaube, die Steigerung ist dann immer in 10 Meter jeweils weiter. Klingt jetzt sicherlich erstmal nicht so mega viel, aber ich wollte gerade sagen, das Deutsche Reich war ohne einen Ebentag gleich so groß. Ist vielleicht ein schlechter Vergleich. Ich würde mal eher sagen, das Römische Reich war ja am ersten Tag direkt so riesig. Wobei das dann doch, glaube ich, einfach zu riesig war und einfach anhand seiner Größe zusammengebrochen ist, weil die einfach zu viele Kriegsfronten hatten. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, um das Geschichtliche. Genau, um das abzugraden. Diese Range benötigen wir 200 Gras, 100 Sand, 50 Core Sight, also das normale, einfache Height, und 200 Copper Ore. Nicht Ingot, sondern Ore. Also ihr braucht nicht mal das Copper einschmelzen. Das finde ich voll geil. So, dann haben wir hier nochmal Protection, da kann man pro Tag. Das finde ich noch ein bisschen blöd. Also, der Boundary Marker, kann man jetzt sagen, war jetzt eigentlich dumm, das so nach hinten zu stellen. Aber ich wollte euch halt, die Aufnahme machen. Man kann hier einen Protection Timer sich bauen. Sich also eingeben, dass man sagt, gut, okay. Man kann aber nur, glaube ich, 20 Stunden eingeben. Ich könnte jetzt für morgen, für den Montag, könnte ich jetzt eingeben, gut, mach von 10 Uhr den Schutz, 10 Uhr sagen wir mal bis 23 Uhr. Achso.
Stofffeilen eingehen. Hä, wrong Format? Okay, machen wir 10 bis. Jetzt bin ich auf F12 gekommen, hab die Aufnahme beendet, ich Trollo. Das mal hingekriegt. Ha. Egal, brauchen wir ihn. Jetzt will Maus heißt frisch brauchen wir Schlüssel mehr. Ist auch egal. Ah! Man muss auch beachten, das lese ich jetzt gerade erst. Buildings within Boundary Markers Thief Range are invincible. Sprich, diese Protection Time ist nur für die Sachen, die sich innerhalb von den 10 Metern. Sind also sprich, die sind für diese Zeit halt unzerstörbar. Hört sich da an, ist wirklich Text. Genau, hier seht ihr es, wenn ich das bezahle, kriege ich halt 20 Stunden Schutz für nächste Woche. Gesagt, lohnt sich nicht. Hier haben wir, das finde ich ganz cool, hier können wir Zeug verkaufen. Einfach mal hier, zack. Da sehen wir, okay, der Preis für Rinde liegt bei 2,70 pro Stück, 2,37. Zack. Schon, hab ich Geld verdient. Aber geht natürlich nicht unendlich. Ich kann auch jetzt nur noch 463 mal irgendwas verkaufen. Ich weiß halt nicht, wie viel Minuten, sage ich jetzt mal, dass ich wieder zurücksetzt oder halt wieder hochsetzt, das kann ich leider nicht sagen. Aber es ist halt für so nebenbei mal ein bisschen so Coppercoins verdienen, nicht doof. So, Blessing. Hier kann man sich für Geld halt zeitliche Bonusse kaufen. Die halten für, glaube ich, eine Stunde. Ja, wenn man jetzt sagt, aber jedes hat glaube ich 2 Stufen, also das ist die einfachste und dann gibt es nochmal eine 2. Stufe, wo glaube ich nochmal der gleiche Prozentualteil drauf geschmissen wird, aber glaube ich ein Ticken teurer ist. Finde ich ganz cool, wenn man jetzt sagt, gut, okay, ich gehe jetzt mal und ich finde, also das habe ich mal auf dem Server gemacht, wo ich streame. Ich kann jetzt von dem hier reden, vom Gathering. Das lohnt sich wirklich. Also das ist wirklich bemerkbar. Es ist nicht dann so, dass man, was ist ich, wenn man von dem Baum 50 Branch kriegt, also diese Äste hier, dass man dann von dem Baum nur noch dann auf immer, was ich, 55 kriegt. Also es ist weitaus mehr. Ihr seht da hier 44%. Und dann nochmal die 2. Stufe. Macht schon ordentlich was her. Also wenn man wirklich sagt, gut, okay, ich gehe jetzt mal eine Stunde wirklich effektiv nur farmen, einfach die beiden Gathering Rates sich holen und dann tust du wirklich ordentlich Rohstoffe dir holen. Und da hast du, würde ich persönlich sagen, die 150 Hardwood und die 150 Stone auch relativ schnell zusammen. Und ihr seht ja,
wie viel Geld ich gerade für hier knapp 300 Rinde, einfach nur scheiß Rinde gekriegt habe, ne? 600 Gold, ne? Da habe ich das Blessing locker drin, wenn das nur 166 kostet. Und hier die Scribe habe ich bisher noch nie. Also das sind, glaube ich, so die verschiedenen, ich sag jetzt mal, Völker, Gruppierungen. Wenn die halt mad auf eben sind, nehme ich mal an, kann man halt das mit dem Geld das wieder ein bisschen runterdrücken. Weil soweit ich weiß, zumindest so bei den Räubern hier, das sind zum Beispiel die, die bei der Kupfermine mit sind, umso mehr man tötet, umso böser werden die natürlich auf eben. Und es kann dann passieren, ich weiß aber nicht, ab was für einer Stufe, dass sie dich dann angreifen. Dass sie dann sagen, gut, Harry, du hast übertrieben, jetzt greifen wir dich an. Ich weiß allerdings nicht, ob dann einfach zufällig einfach mal welche angerannt kommen oder ob man dann eine extra Meldung kriegt oder whatever. Habe ich bisher die Erfahrung noch nicht gemacht. Daher kann ich euch das leider nicht mitteilen. Aber ich denke mal, die Erfahrung wird es uns zeigen. So, genau, dann habe ich hier schon diese Tannery. Ah ne, Carpenter's Bench. Dann mache ich diese Wooden Planks, weil die brauche ich auch für die Claymauern. Und es müsste jetzt auch, also es ist dann auch für nächst bessere Buildings, halt dann auch frische Steinwelle und so weiter und so fort. So, der Kiln, genau, der Kiln ist jetzt auch fertig. Hui. So, dann nehme ich mir natürlich den Sand mit. Oh, seht ihr, ich finde natürlich den Sand. Hier wollten die da haben. Kann ich natürlich auch direkt was hier ins Boundary reinklatschen. Siehst du, sie wollen bis 100. Confirm. Zack. 100 hier rein. Schon habe ich die Hälfte für das nächste Upgrade. Wie gesagt, es wird dann natürlich von Mal zu Mal schwieriger, weil es halt mal Ressourcen und so weiter und so fort. Aber aktuell ist das natürlich noch entspannt. So, jetzt hau ich hier mal den Kiln hin. Zack. So, und hier können wir Blackstone machen. Und hier seht ihr schon, das nächste wäre Square Masonry. Was weiß ich, da brauchen wir dann halt Stone und Flagstone. Auf Flagstone machen wir aus Rubble und Sand. Da ich mal sagen, zack, 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 zack. Rübergejuckelt. Achso. Ich brauche was zum Brennen natürlich. Entschuldigung. Burntime, 2 Stunden. Ah, ist mir noch nie aufgefallen, dass es dort steht. So, 250 Flagstones. Das ist doch erstmal ordentlich. So, das halt kriegen wir doch auch fix zusammen. Wenn wir ein paar Tiere finden. Da kann ich ja natürlich jetzt auch die das Territory Banner machen. Das sehe ich. Was ist noch in dem Territory? Na gut. Gehen jetzt erstmal Tiere jagen, denn ich brauche halt jetzt weg natürlich nicht, wie viele Minuten ich vorhin mit Aufnahme hatte, bevor ich aus den auf F12 gedrückt habe. Ich möchte einfach mal sagen, ich mache nur 5 Minuten. Dann denke ich mal, sollte ich meine Zeit ran haben. Hört man da jetzt nicht erzählen. Warum ist hier ein Crude Planter?
der Dreck. Alter, da hack ich ja ewig. Das war schon mein anderes Mal mit einer richtig starken Waffe. Bams. Bams. Jetzt sehe ich den wegen dem Gebüsch. Den hatte ich. Zack. Und wer war das? Zack. Jawollo hier. Krasse Jäger in der Hut. Jo, die KI, muss auch sagen, stellt sich auch ein bisschen sehr dämlich an. Zu meinem Glück. Das ist doch. Wir haben schon locker die 50 halt drin. Gut. So, Hammer. Dann brauchen wir noch mal Cobblestone. Müssen wir ein bisschen reiten. Aber das ist, glaube ich, das geringste Problem. Was habe ich denn so viel Gewicht? Ja, klar, ja, immer weil ich ein ziemlich fettes Schwein bin, aber. Warum? Kann doch nicht wahr sein. Jimmy! Ja! Kriegst du ein bisschen was zu futtern? So. Boundary Marker. Einmal 50 halt. Zack. Auch schon mal 200 Kammerohr. Klingt erstmal viel, aber aufgrund dessen, da wir ja sehr viel, also dadurch, dass das Farming sehr erhöht ist, sollte das eigentlich kein Problem sein, das schnell zu erfarmen. So, hier durch noch das Fleisch rein, damit es hier zu verfaulten Fleisch wird, weil das brauchen wir dann für Landwirtschaft, für Kompost, Dünger, whatever. So, genau, und sehr viel Clay brauchen. Ja, ich kann ja mal das erste. Ja. Die ersten Flagstones sind schon fertig. Aber für die Claymauer brauchen wir definitiv unheimlich viel Clay. So. Das Haus werde ich erstmal so aus Holz lassen. Ja, für ein Clay Gateway. 90 Clay. 17 Flagstone. Das gleiche auch schon für so eine Wall. Das war wirklich viel Ressourcen. Da brauche ich mal ein Gateway. Na, wie ihr seht, wartet man auch erstmal 6,5 Minuten. Ne? Also. Ich denke mal, lohnen tun die sich auf alle Fälle. Wäre schlimm, wenn die. Ich guck bloß noch mal, dass ich hier noch irgendwo vielleicht blöderweise sinnlos im Clay reingeklatscht habe. Wie gesagt, wir brauchen jetzt jedes Clay, was wir kriegen können. Ne, so mal was. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, machen wir mit dieser Folge erstmal Schluss. Zunächst, also ich denke mal, zwischendurch offscreen werde ich einiges an Clay sammeln und die 200 Copper Ore für das
Level Upgrade von Boundary Marker. Werde ich offscreen sammeln und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat. Oh Gott. Schlimmes kommt gleich wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr Videos verpassen wollt, einfach auf diesen wunderschönen roten Abonnieren-Knopf drücken. Denn der ist einmal kostenlos und wenn ihr da drauf drückt, das tut auch nicht weh. Also ihr könnt es direkt ausprobieren, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.